Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge A Way Out. Vermutlich die letzte, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich weiß ja nicht, wie lange das Spiel noch geht. Mit unserem lieben Daniel. Hi. Ja, das ist der Weg, zu dem wir uns entschieden haben. Und ich bin mal gespannt, ja, wer es jetzt hier packt am Ende. So, Wer es nicht gesehen hat in der letzten Folge, hat mich Paddy mit seinem Vincent einfach mal richtig hinterlistig verraten und wollte mich an die Bullen ausliefern, weil er sich geoutet hat, weil er nämlich selber Polizist ist. Und das lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen, sondern jetzt ist er mein lieber Gegner. Ah, hab dich. Ist doch scheiße, dass ich jetzt nicht getroffen habe. Ja, was ein bisschen schwierig ist, dir da quasi so beiläufig dabei nicht auf deinen Links zu gucken, auf deinen Bildschirm. Hä? So bist du, wo du gerade bist. Where are you at, Leo? Let's put an end to this. Wer hast du denn hier gerade rum, Mann? Show yourself! There's nowhere to run! Aha! Gotta find him. Can't let him get away. Komm raus, du Lurch! Einmal kurz halt aufgepasst und sowas. Ja, das ist, Ah, jawohl. Da verpisst er sich. Die Muschi. Taktischer Rückzug nennt man das. Die Muschi verpisst sich. Der große Showdown. Anakin gegen Obi-Wan. Siegfried gegen Roy. Ja, Adam gegen Eva. Ich bin deine Mutter, Luke. Give up, Leo. This won't end well. Komm, Leo, gib auf, Mann! Drop it. Throw it away. You fucking disgust me, you pig. It's over. Get up. Get up. Jawohl. Ach, schon wieder rennt er weg. Ah, in your ass! Bam! Ab ins Gesicht!
Dürfen wir uns jetzt verprügeln? Das wäre natürlich nice. So ein schöner Streetfight, ne? Definitiv. Oh, Striptease! Juhu! Ja. Bam! Du musst jetzt abwechselnd prügeln. Bin ich jetzt wieder? Jawohl! Bam! Jetzt treten? In your face, bitch! Boah. Siehst du überhaupt noch was? Das geht doch nicht gut aus. Oh Gott, ey! Oh! Du bist halt zu langsam da, ne? Ich hab schon zu viel einstecken müssen. Achso, das ging bei dir nicht schneller. Also, abdrücken will ich ja eigentlich nicht, ne? Du hast mir geholfen, meinen Bruder zu brechen. Aber sonst geht's dem Spiel ja nicht weiter. Das letzte Let's Play, das ich mit dir gemacht habe. Player Kill Number One. Hat er meinen Sohn zum Waisen gemacht? Du bist schon eine Drecksau, weißt du das? Stimmt. Bin gespannt, das geht bestimmt auch andersrum.
Hi. Can I come in? Sure. Ich kenne ja schlussendlich auch nicht die Wahrheit. Hey, Alex. Where's Leo? Linda, we need to talk. Alex, why don't you go out and play some ball? Okay. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. All right. It's about Leo. What about him? Hey, Carol. Here. What's this? It's my resignation from the Bureau. It's over, Carol. I'm out. Please. Just give me one more chance. I named her Julie. It's a beautiful name. Yeah. And she's got your eyes, too. I'm sorry. I know you are. You want to come in? I'd love to. Thank you.
Ja, Leute, sehr langes Outro quasi vom Spiel. Ich hoffe, euch hat das sehr gefallen. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich glaube, dem Daniel auch. Auch wenn er jetzt das Ende nicht überlebt hat. Daniel? Ja, ist ein bisschen angepisst, aber es wird schon werden bis zum nächsten Let's Play. Ich war der Trial, das war Pay to Win, ich schwör's. Ja, also ich hoffe, euch hat das Projekt genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und wir würden es so ein bisschen feiern, wenn ihr natürlich auch bei uns am nächsten Projekt, was Daniel und ich mit dem Jahr an den Start gehen werden, uns unterstützt. Und ja, da könnt ihr das mal in die Kommentare packen, auf was ihr so Bock hättet oder die Ideen, was Daniel und ich vielleicht zusammen mal spielen sollen. Und dann gucken wir mal, was wir davon umsetzen oder nicht. Das ist natürlich keine Garantie, dass wenn ihr jetzt die Kommentare schreibt, dass es natürlich auch kommt, sondern kann ja natürlich auch sein, dass wir was ganz anderes raussuchen. Wir werden mal ein bisschen recherchieren und gucken, auf was wir so Bock haben. Und dann schauen wir mal, würde ich sagen. Irgendwas finden wir schon. Ich denke doch auch, dass wir schon irgendwas finden werden. Und ja... Ich würde sagen, ich lasse dir mal das Outro noch fertig durchlaufen. Und ich weiß nicht, Daniel, ob du noch irgendwas zu sagen hast? Du bist ein Arsch. Okay, gut. Ja, ich hab dich erschossen. Du hast mich verraten, du hast mich verprügelt, du hast mich erschossen, du hast meine Frau unglücklich gemacht. Was eine Sau. Ach, alter Herzensbrecher, so ist das. Nicht wirklich. Warum? Er hat es gebrochen. Ja. Wie man das anstellt, das ist ja zweierlei. Mhm. Außerdem habe ich dich nur lediglich meines Jobs belogen in dem Spiel, ja? Das möchte ich jetzt mal hart festhalten. Ne? Der Rest hat ja soweit gestimmt. Aber so grundsätzlich, das Koop-Konzept macht schon Spaß. Also das muss man ganz klar so sagen. Ja, natürlich muss man halt auch sagen, klar kann man jetzt ein bisschen rumjammern und alles in der heutigen Zeit und sagt, ja, das Spiel ist total linear, hast kaum Entscheidungsmöglichkeiten und so. Ich finde, für das Spiel, was so in der Hinsicht so das erste seiner Art war oder das erste bekanntere, vielleicht gab es ja sowas schon, ich weiß es jetzt nicht genau, fand ich es cool gemacht und cool umgesetzt und auch mit diesen filmischen Inszenierungen zwischendrin. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich finde, dass die Kohle hat sich gelohnt auszugeben. Vor allem, wenn man überlegt, dass es ja nur einer kaufen muss und der zweite umsonst mitspielen darf. Ja. Da finde ich jetzt, was habe ich bezahlt, 29,99 glaube ich bei Origin. Fand ich das jetzt eigentlich nicht schlecht. Ja. Also ich finde, wie schon in Folge 1 gesagt habe, also wenn das beide kaufen müssen, das wäre schon eine Sauerei. So ist das relativ in Ordnung. Ja. Also da finde ich, denke ich, ist das Konzept ganz gut aufgegangen und ich weiß gar nicht, ich habe so nie auf die Verkaufszahlen oder sowas geachtet oder so von dem Spiel. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und so soll es ja auch sein, dafür sind Spiele da. So ist es. Daniel und ich, wir haben uns auch auf jeden Aufnahmetermin gefreut, immer wieder weiterzumachen. Ja. Also von daher, denke ich, war das schon eine ganz coole Nummer. Bestimmt. Ja. Gut, dann vergesst halt mal nicht zu liken, zu kommentieren. Wie fandet ihr das Projekt? Wie fandet ihr die Entscheidung zwischendrin? War irgendwas zwischendrin fragwürdig? Oder hättet ihr es anders gemacht? Das könnt ihr mal in die Kommentare packen. Und schaut auch in meine anderen Projekte rein. Lasst ein Abo da, wenn ihr zufällig auf meinem Kanal stößt. Ja, um zu sehen, was hier so weitergeht. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ne? Das ist auch immer relativ wichtig in der heutigen Zeit. Also von daher. Ich lasse jetzt hier den Rest noch durchlaufen. Wir verabschieden uns schon mal.
Und ja, bis zu unserem nächsten Projekt. Tschüss. Ciao.